Mein Gott! Und jetzt sagt mal, ihr beiden, David Hasselhoff und Matthias Reim, hättet ihr gedacht, dass die jemals gemeinsam singen werden? Überhaupt nicht. Eine ungewöhnliche Pärchen. Ich habe das geträumt, deswegen wird es so sein, oder? Das ist die Show der Träume heute. Also ich bin wirklich wahnsinnig gespannt. Vielleicht ergänzen sie sich perfekt. Und ich finde, so ein internationaler Höhepunkt muss international angekündigt werden. Ja. Eine Schweizerin, ein Engländer? Engländer und ein Bayer. Wir dürfen das jetzt tun. Meine Damen und Herren, das amerikanisch-deutsche Gipfeltreffen der Stars bei der Schlager-Challenge 2021. 1990 schenkte Matthias Reim dem Schlager einen absoluten Mega-Hit. 16 Wochen war dieser Song auf Platz 1 der deutschen Charts und somit der erfolgreichste deutschsprachige Song seit der Einführung der wöchentlichen Charts in Deutschland. In den Niederlanden, in Belgien, in Österreich, in der Schweiz belegten sie natürlich den Gipfel, die Spitze. Definitiv. Und jetzt folgt die internationale Version mit dem internationalen Duo. Verdammt, ich lieb dich. Damit, I love you. Der Rekordhit wird zum ersten Mal in deutschem und sogar im österreichischen Fernsehen von Duo des Jahres gesungen. Von David Hasselhoff und Matthias Reim. Cruising down the streets in the neon lights, feeling kind of strong, feeling fine tonight. I don't need you, I'm okay. And down at the bar where we used to laugh, crossed my mind like a photograph. Doesn't matter in any way. I have another beer and I look around. Anyone could be your new kid in town, but I'm easy, I don't care. Across the room, I can clearly see a pretty lady making eyes at me, but your face is everywhere. Yet again, I can only think of you. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Damn it, I love you, then I don't. Damn it, I need you, next day I won't. Damn it, I hate you, but I just can't. I can't live without your love. So langsam fällt mir alles wieder ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein. Jetzt bin ich's, oder nicht? Nicht in deine heile Welt, doch die und du, es macht mir jetzt so viel. Ich glaub das einfach nicht. I feel my face has turned to stone. Keep staring at my telephone, but it never, never makes a sound. Sieben Bier, zu viel Rauch, das ist es, was ein Mann so braucht. Doch niemand, niemand sagt, hör auf. Yet again. Herzlich willkommen, Matthias.
Es macht so viel Spaß. Die Leute lieben es. Ach mein Gott. Ist das toll. Oh ja. Ihr Lieben, ich muss sagen, ich habe mit allem gerechnet, aber diese Idee ist grandios. Wer hatte diese Idee, diesen Song gemeinsam zu singen? David. Yeah. You know, I was the first time. Ja, weißt du, das erste Mal, als ich gebeten wurde, ein Album zu machen, habe ich an diesen Song gedacht. Ich war 1989 8 Wochen lang auf der Nummer 1 und Matthias hat mich dann vom Thron gestoßen. Er ist dann 16 Wochen lang auf der Nummer 1 gewesen. Wahnsinn. Aber dieser Song ist einfach so großartig. Und dieses Duett ist einfach der Wahnsinn, der Hammer. Vielen Dank. We should do more together. Yeah, we should. Das müsst ihr machen, das ist so gut. Aber wisst ihr, was mich ganz besonders freut? Ihr habt beide so unglaublich große Karrieren gefeiert und ihr habt uns einen Glücksbringer mitgebracht. Ihr habt ja viel mit jungen Talenten erlebt. Du warst Jurymitglied bei America's Got Talent. Du arbeitest mit vielen jungen Künstlerinnen und Künstlern, mit deiner Familie auch. Und ihr werdet heute diesen Glücksbringer an eure Favoritin oder an euren Favoriten vergeben, an Romy oder an Eric. Und jetzt sagt uns bitte, was habt ihr uns mitgebracht? Lass David zuerst reden. Well, I'll tell you who I voted for. Okay, ich sag dir in einer Sekunde, für wen ich mich entschieden habe. Aber erst einmal möchte ich das hier der Dame geben. My God. Und das hier dem Herrn. Ich bin neidisch auf euch. Das ist der Held meiner Jugend. Ich beneide euch jetzt schon. Wahnsinn. Und was habt ihr hier mitgebracht? Danke, David. Somit bin ich der Bad Cop. Nein, es gibt keinen Bösewicht. Denn ihr verteilt ja 12 Punkte und 10. Ich habe dieses Band, da steht einfach nur drauf, Live Rocker. Cool. Weil ich der Person, die ich es geben werde, einfach sagen will, ja, der Weg ist das Ziel. Dann ja, auch wenn